Malta ist steingewordene Geschichte und ein Lieblingsziel vieler Kulturreisender. Doch seit einigen Jahren zeigt die Mittelmeerinsel auch ein anderes, junges Gesicht. Nach Ibiza, Mykonos oder Zypern schickt sich auch Malta an, eine feste Station im Reiseplan der europäischen Partytouristen zu werden. Clubs wie das Excess, Numero Uno oder Tattingers genießen längst über die Inselgrenzen hinaus einen guten Ruf. Das gilt auch für Maltas DJs. Die Qualität der Kollegen aus dem Dance- und Techno-Genre weiß selbst Maltas große Hoffnung auf die internationale Karriere im Rock-Business zu schätzen. Die Singer-Songwriterin Ira Losco kennt keine Berührungsängste über musikalische Grenzen hinweg. Unsere DJs sind einfach unglaublich talentiert und darum haben wir uns entschlossen, ein Remix-Album einer gerade erschienenen CD zu produzieren. Die Dance-Szene auf Malta hat sich in letzter Zeit extrem gut entwickelt. Es ist wirklich toll, wenn man seine eigenen Stücke mit den Ideen dieser Leute wiederhört. Zu den Stars der Dance-Musik-Szene auf Malta gehört DJ Ruby, dem 27-Jährigen, der vor mehr als 10 Jahren erste Erfahrungen an den Plattentellern sammelte, wurde die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt. Schon Vater und Mutter verdienten ihren Lebensunterhalt als professionelle Musiker. 2004 von MTV als Maltas Most Popular DJ geadelt, betreibt Ruby heute mit Pure Promotions auch eine eigene Agentur, die Events und Partys auf der Insel organisiert. Zum Team gehören außerdem DJ Ryan sowie Lisa und Freundin Charlene, die den Ticketverkauf für die auf Malta sehr beliebten Events von Pure Promotions organisieren. Wichtigster Mitstreiter ist Mario Caruana, mit dem Ruby Pure Promotions vor 5 Jahren gegründet hat. Er unterstützt seinen mit unzähligen Ehrungen überhäuften Freund in allen organisatorischen Angelegenheiten. In erster Linie organisieren wir hier bei Pure Promotions Partys und Events auf Malta. Jetzt im Winter beschränkt sich das auf monatliche Veranstaltungen. Im Sommer gibt es aber jede Woche eine Party von Pure Promotions und dazu noch ein paar Events auf Schiffen. So tritt Ruby auch als sein eigener Promoter auf, aber seine Leidenschaft gilt nach wie vor den Beats. Ich lege jetzt schon seit 13 Jahren auf. Angefangen habe ich mit kleinen Privatpartys und irgendwann habe ich es dann geschafft und wurde als Resident DJ in den großen Clubs engagiert. Seit ein paar Jahren habe ich auch eine eigene Radioshow auf Maltas größtem Sender. Spätestens das war der Durchbruch. Seitdem habe ich fast überall in Europa gespielt. Bulgarien, Polen, Tschechien, Deutschland, England, Ibiza. Und vor ein paar Wochen habe ich meine erste Single veröffentlicht beim Label F2 Recordings. Jetzt sind wir gerade dabei, die zweite Platte aufzunehmen. Zum Beispiel an diesem Samstagabend. Pure Promotions und DJ Ruby laden zur Progressive Classics Night ins Tattingers. Den Stoff, nach dem das Partyvolk süchtig ist, bezieht der DJ unter anderem in Conrad's The Groove Records. Wir haben uns hier ganz auf Dance Music spezialisiert. Bei mir kaufen fast nur DJs. Es gibt eine ganze Menge davon auf Malta. Und die versorge ich mit House, Trance, Techno, Drum and Bass, was es da eben so gibt. Der Abend senkt sich über Malta und auf den populärsten DJ der Insel wartet ein anstrengendes Programm. Zunächst steht ein Treffen mit seinem Agenten Gerald Di Bono im Terminkalender. Das Thema Nummer 1 für die beiden Musikfreaks, die Szene auf der kleinen Insel Malta. Gemessen daran, dass auf Malta gerade mal 400.000 Menschen leben, ist die Dance-Music-Szene hier wirklich enorm groß. Ich würde mal schätzen, dass es so an die 10.000 Leute sind, die regelmäßig auf Partys gehen. Das ist das Besondere an unserer Szene. Die großen Partyinseln im Mittelmeer, zum Beispiel Ibiza, leben vor allem von Urlaubern. Aber hier bei uns feiern zunächst mal die Einheimischen. Und wenn man dann noch die Touristen dazu nimmt, hat man wirklich eine
ein riesiges Potenzial. Our scene is just big and massive, you know? Yes, actually, the good thing about the Maltese club scene is inzwischen kommen auch immer mehr ausländische DJs nach Malta, um in unseren Clubs aufzulegen. Und wenn du die fragst, wirst du keinen treffen, der nicht gerne wiederkommen möchte. Die Menschen hier sind einfach sehr freundlich und zeigen großen Respekt für die Musiker. Vor kurzem hatten wir Faceless hier. Die haben vor vielleicht 5000 Leuten gespielt. Für Malta ist das ein richtig großes Publikum, aber nicht für Faceless. Und trotzdem waren die total begeistert von der Atmosphäre. Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Plätze auf dieser Welt, wo man das findet. And it's like becoming like a culture for, und für die jungen Leute wird das mehr und mehr zu so etwas wie eine Kultur. Die identifizieren sich wirklich mit der Szene. Und die ist einfach groß. Nochmal, Malta ist eine kleine Insel, klar, aber gemessen daran ist die Dance-Music-Szene auf Malta wirklich gigantisch. Pflichttermin für die Szene am Samstagabend, Ruby-Sendung Vital Grooves auf 89.7 Bay, Maltas wichtigster Radiostation. Ruby weiß, wie wichtig die Sendung für ihn und die Szene ist. Well, it's very important to have a radio show. Für mich als DJ ist es natürlich klasse, eine eigene Sendung zu haben, gerade wenn es um Dance Music geht. Ich habe hier jeden Samstagabend Primetime von 9:30 bis 10:30. So bleibt die Szene immer auf dem neuesten Stand, was neue Alben und Tracks angeht. Good for the clubbers, because they get to listen to the latest dance music records and get to know all the info. Auch die Frankfurter Sprachschülerin Martina Pesic, die ihre Englischkenntnisse in einem dreiwöchigen Crashkurs auffrischt, nutzt ihren Aufenthalt auf Malta, um die Clubs der Insel kennenzulernen. Mitschüler Fabien holt sie an diesem Samstag in ihrem Hotel ab. Ihr Ziel in dieser Nacht, Ruby's Party im Tattingers. Der Club liegt in Rabat, im Zentrum der Insel, die gerade einmal etwas mehr als ein Viertel der Fläche von Berlin einnimmt. Mit dem Auto brauchen Martina und Fabien kaum 20 Minuten, um von Paceville an der Nordostküste nach Rabat zu kommen. Vor Mitternacht beginnt kaum eine Party in Maltas Clubs. Als Martina und Fabien ankommen, spielt DJ Ryan noch einen Warm-up für den Star des heutigen Abends, dessen Erfolgsrezept auch für Clubmanagerin Jermaine Spiteri kein Geheimnis ist. Ruby spielt einfach für die Leute. Er gibt ihnen das, was sie haben wollen. Die sind einfach verrückt nach ihm und folgen ihm blind. DJ Ryan macht einen guten Job. Um 1 Uhr morgens sind die Partyjünger bereit für den Auftritt ihres Herrn und Meisters. Das A und O für einen DJ ist, dass er die Leute erreicht. Du musst die Leute einfach verstehen und das spielen, was sie hören wollen. Darfst dabei aber nie deinen eigenen Stil verraten. Für Martina und Fabien wird die Nacht im Tattingers zur Club-Offenbarung. Sie hat DJ Ruby heute zweifellos erreicht. Erst lange nach dem Morgengrauen wird DJ Ruby die Finger von Plattenteller und Mixer lassen. Auch diesmal folgt sie ihm wieder blind. Die Party-Crowd auf der Partyinsel Malta.